Moin und hallo, heute möchte ich euch gerne zeigen, wie ihr so ein Walnuss-Schuhregal aufbauen könnt. Es kommt in einem Karton zu euch und was ihr dann da drin habt, ist das hier alles. Ich habe das schon mal sortiert, damit ihr jetzt vielleicht leichter seht, was zu wem gehört. Wir haben erstens einen Korpus. Der Korpus besteht aus einem Bradley da, den kleinen Mini-Brettis, die die andere Seite dann sind, die Seitenwände und die Rückwand. Dann gibt es die einzelnen für die Schuhe reservierten Segmente, 3 Stück an der Zahl. Das Holz ist ein Nussholz, Walnussholz, und es ist geölt. Wenn ihr das aufmacht, dann riecht ihr das schon. Das ist ein angenehmer Geruch. Was ihr dann als erstes machen solltet, ist immer gucken, ob alles da ist. Anhand der Typenliste, das steht da immer drauf. Und das habe ich jetzt hier sortiert. Wir haben also hier so Stehstifte. Dann haben wir die Gegenstücke, die Exzenter. Dann haben wir hier Möbelschrauben auf der linken Seite und Imbusschrauben. Dann haben wir 2 von den Dübeln, kleine Spaxschrauben. Und hier habe ich schon mal hingelegt, was zusammengehört. Folgendes ist nämlich, wir fangen jetzt an und werden als allererstes die Schuhsegmente zusammenbauen. Es ist ein bisschen komplex, ihr müsst genau gucken, denn dort muss eine Biegung drin sein. Ihr seht nämlich, das ist nicht gerade geschnitzt, weil es ja ineinander geklappt werden soll. Wir haben hier oben Platz für die Exzenter. Ne? Das funktioniert so, dass die Exzenter später hier reinkommen. So, da. Und mit dem Pfeil nach oben zum Loch tragen werden. Von der anderen Seite wird dann das Exzenter oder der Stehbolzen kommen und wird durch den Exzenter dann eingeklemmt. So sieht das dann aus. So, und dann dreht man da dran und ihr seht, hier ist eine Aufnahme, die das dann fixieren wird. So, das ist also die Seite, wo die Exzenter dran kommen. Und jetzt machen wir die Exzenter nach oben. Das heißt, so, der Knick geht nach hinten und das Gegenstück sieht dann so aus. Auch wieder 2 Plätze für Exzenter. Auf die andere Seite, von außen sieht das dann so aus. Die Außenseite seht ihr daran, dass hier die Schräubchen, die Spacks, die wir hier reinballern werden, das hier sind Spackschrauben, die kommen gleich hier rein und werden dann, seht ihr das, so, nämlich mit dem Kopf versenkt werden. Deshalb wird oder ist das dort nämlich angebohrt. Wir packen das also daneben. Also kommen die 2 Freunde so hin. Exzenter, Exzenter und von den Außenseiten gesehen verdeckte Bohrung dort, dort, dort und dort. Gegenstück dort, dort und dort unten. Wieso? Weil hier bei den Bohrfreunden, die wir von außen gut erkennen können, hier, 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 kommt nämlich von der anderen Seite, sprich hier, wo die kleinen Löcherchen sind, kommen nämlich diese Kumpels gegen. Ne? Die kommt also hier dran, so, und das andere kommt da dran, so. Auf der anderen Seite seht ihr, auf dem Kopfholz dieses Zwischenstückes sind schon kleine Löcher gebohrt. Das ist wichtig, weil wenn man so mit einer Schraube in ein Holz geht, dann könnte die Gefahr groß sein, dass es kaputt geht. Das heißt also, wir werden jetzt die hier so hinstellen, so, dass sie so ein dreieck-trapezförmiges Konstrukt bieten. Und von der oberen Seite kommt dann nochmal eins dazu. Ich hoffe, ich kriege das jetzt hin. Ich drehe es mal kurz um, dass ihr das seht, wie ihr das zusammenpacken solltet. So, und das Teil, ne, hier seht ihr wieder die Bohrungsfreunde, das kommt jetzt da drauf. So, so bauen wir es jetzt zusammen und schrauben hier, hier, hier und hier die Spackschrauben rein, die dann hier den Halt für die geriffelten Freunde bieten. Und das machen wir jetzt 3-mal. 1, 2, 3-mal. Und damit haben wir dann schon mal unsere Schuhhaltesysteme montiert. Pro Schuhhaltesystem brauchen wir demzufolge 4 Spaxschrauben,
zwei für da, zwei für da, zwei für da, zwei für da. Also für jede Seite 4. Das sind dann für jedes System 8 Stück, weil 4 hier oben, 4 da unten. Und das macht man natürlich am besten, wenn man von der Seite da ist, hat direkt einen Akkuschrauber, zieht die rein, macht die fest und dann sollten die fest sein. So, und das machen wir jetzt. Also erstmal werden wir jetzt hier die Schuhhaltesysteme installieren. Damit haben wir jetzt unsere Körbchen schon fast fertig. Die Körbchen bekommen später nur noch die Fronten. Das machen wir aber nachher. Das da vorne, beim Zusammenschrauben ist mir das da geplatzt. Da ist ein Riss drin gewesen. Deshalb habe ich jetzt etwas Leim dazwischen gemacht und es mit einer Schraubzwinge zusammengesetzt. Das kann jetzt die Zeit, wo wir jetzt weiter montieren, schon mal trocknen. Ist nicht so tragisch, haben wir repariert. Warum war das so? Im Inneren ist ein nicht so starkes Stück vom Kopfholz gewesen und ich habe die Schraube einfach zu hart angezogen. Das heißt also, wenn ihr einen Akkuschrauber benutzt, der mit Drehmoment ausgestattet ist, dann solltet ihr ihn hier einstellen zwischen 5 und 7. 6 also. Ne? 7 war zu viel, 6 war genau richtig. Okay, so. Nicht schlimm, können wir reparieren. Holz ist ein guter Werkstoff. Jetzt kommen wir zum Korpus. Der Korpus besteht aus diesem Teil, diesen und diesen. Dieses Teil ist die Rückwand. Diese zwei Freunde sind unterschiedlich. Ihr habt nämlich hier zwei Löcher, ein Loch. Ihr habt hier eine Nut. Das ist diese Ausfräsung. Guckt mal, dort habt ihr auch eine Nut. Was wird da wohl reinkommen? Ja, die Rückwand. Die Rückwand wird von unten hineingeslidet und wird hier aufhören. Das heißt also, wir wissen jetzt schon mal, dass dieses Teil hier hinkommt. Warum? Weil die Nut dort mit der Nut übereinstimmt und unsere Rückwand später hier langlaufen wird. Das gleiche Teil hier ist auf der anderen Seite, müsst ihr euch vorstellen, da drüber. Jetzt, wie wird das festgeschraubt? Dafür haben wir die Möbelschrauben. Die Möbelschrauben kommen von der anderen Seite durch dieses obere Loch, so, und schrauben damit dann, da ist genau das gleiche, dieses Teil fest. Hier auf der Seite kommt dieses Teil hin, das hat zwei Löcher. So, ich würde jetzt behaupten, das kommt so da dran, weil hier eine abgerundete Schräge ist und die ist dafür da, um hier die Bewegung des Schuhschrankes mitzugehen. Das heißt also, wir werden es so da dran schrauben, aber bevor wir das machen, werden wir, weil wir jetzt ja wissen, dass wir es so dran machen, hier, ne, da, in den oberen, also bei der Nut, nee, das ist jetzt keine Nut, sondern bei der Schräge, den oder die Dübel reinsetzen. Die sehen so aus. Das sind kleine Mini-Dübels, die kommen hier rein, werden reingedrückt. Und die Dübel solltet ihr immer ins Kopfholz setzen. Kopfholz ist diese Seite und nicht auf das innere Holz. Also nicht hier reinschlagen, sondern immer aufs Kopfholz. Jetzt können wir die also hier schon mal in die Führung setzen und haben so viel leichter jetzt gleich die Möglichkeit, von der unteren Seite her zu schrauben. Okay? Denn hier kommt die Möbelschraube gleich durch. Hier. Und dann ist das fest. Das gleiche machen wir hier auch mit dem. Denkt an die Nut, die kommt so positioniert dahin. Und dann haben wir diese erste Seite oben schon mal fertig. Jetzt gehen wir auf die untere Seite. Hier wird mit Exzentern gearbeitet. Habe ich euch vorhin ja schon erklärt, wie die funktionieren. Das heißt, hier kommt nachher ein Exzenter rein. Und dieses Freundchen hier kommt dann so, weil Nut an Nut kommen soll, hier gegen. Das aber erst, wenn wir die Rückwand hier reingeslidet haben. Das heißt, wir werden jetzt erstmal die beiden hier drauf montieren. Dieses Gegenstück auf die andere Seite, das liegt dann hier oben. Ich mache das natürlich dann gleich 90 Grad gedreht.
Und dann können wir die Rückwand da reinsliden und werden dieses Teil dann mit diesen Bolzenplatten, Freunden, die hier reinkommen, hier werden die reingeschraubt, so. Und dieser Bolzenfreund würde jetzt hier reingehen, dadurch, und würde hier von dem Accenter dann gehalten werden. Damit machen wir den Korpus gleich komplett und werden ihn so dann zusammenschrauben können. Alles klar? Auf geht's. Was wir besprochen haben, wird jetzt in die Tat umgesetzt. So, wie ihr gesehen habt, ist fest durch die besagten Möbelschrauben oben und unten. Hier unten sitzt jetzt noch der Dübel drin, der hält das in Position. Dann haben wir hier ja vorne die Vorderseite. Hier ist die Rückwand drin. Und hier kommen jetzt unseren Exzenterfreunden. Die drehen wir jetzt 90 Grad bis 180. Und damit machen wir die untere Platte fest und verbinden diese. Hier wird man es jetzt super sehen können. Passt auf, ich nehme einen Schlitzschraubendreher und ziehe. Ja, wir müssen erstmal so jetzt ganz gerade dran und dann müssen wir das Ding hier reindrehen. So, fest. So, unten auch noch. Also der Accenter zieht den Stehbolzen dann in Position. Und wir haben den Korpus jetzt fest verbunden und können ihn jetzt schon weiter bestücken. Weil hier kommt ja jetzt gleich unser Schuhsystem noch rein. Korpus und dann die Anbauteile. Jetzt müssen wir natürlich noch die Kumpels hier reinbauen. Ihr seht, hier sind die einzelnen Etagen. Das da ist oben, das hier ist unten. Wenn wir jetzt reinzoomen, sehen wir das da. Da. Da dran, das ist der Drehpunkt für unsere Freundchens hier. So, die kommen nämlich so da rein. Ihr müsst euch vorstellen, hier vorne ist wieder Accenter-System. Ne? Kennen wir ja. Das da. Da rein. Wird durch den Stehbolzen hier drin in Position gehalten. Und was hält es das? Jipp, die Fronten. Und dann wird mit dieser Schraube hierdurch eine Verbindung mit dem Drehpunkt hier gehalten. So, dann ist das so hier dran und kann sich dann also bewegen. So, und in dem Fall wollen wir ja, dass es sich so öffnet, damit wir an unsere Schuhe rankommen, oder? So, dann wird auch klar, dass die hier, die haben auch wieder zwei Stehplätze für unsere Stehbolzen. Hier kommen die Stehbolzen rein. Da. Und die kommen also dann so da dran. So. Dann bewegt sich dieses Teil dann so nach vorne. Das heißt also, wir gehen jetzt hin und werden hier unsere Stehbolzen reinschrauben in die einzelnen. Die werden wir vorbereiten. Dann werden wir diese Schraube nehmen und die einzelnen Etagen festschrauben, rechts und links. Dann haben wir die schon mal montiert. Und als letztes machen wir dann unsere Fronten dran, die dann von innen mit dem Schraubendreher und dem Exzenter-System dann zusammengeführt werden. Und das machen wir jetzt. Das ist der letzte Schritt. Dann haben wir dieses Teil schon montiert. Yeah! Letzten wir festschrauben, machen wir noch die Sicherung ran. Das ist ein Läppchen, welches hinten dann dran kommt und ihr dann in eure Wand eine Befestigung setzen könnt. Und damit ist es eine Kippsicherung. Die Kippsicherung wird einfach hier reingeschraubt, auf die Rückseite
und dann durchgezogen. Das heißt also, wir setzen das hier an, gehen dran, schrauben es hier fest und haben damit dann eine Kippsicherung, die dann natürlich noch an die Wand kommt. So, damit haben wir die fertig. Die kann nämlich jetzt hier hinten rauskommen. Hier hinten raus und unseren Freund später an der Wand behilflich sein, nicht umzukippen. Und jetzt kommt der letzte Boden rein, dann haben wir das auch noch. Haben wir alles zusammen und die Dinger funktionieren auch ganz gut. Wenn die irgendwo schleifen sollten, dann könnt ihr, indem ihr hier die Schrauben, wo der Drehpunkt ist, anzieht, schiebt ihr diese Seite wieder Richtung Außenseite. Wenn ihr sie löst, dann schiebt ihr sie weg. Und so könnt ihr euch einstellen, dass die ganze Konstruktion gut zugeht und gerade klappt, ne? Weil ihr habt hier auf der linken und auf der rechten Seite Einstellmöglichkeiten, um das also in der Bewegung zu bewegen. Und so könnt ihr euch einstellen, dass alle schön zusammen klappen und hier könnt ihr euch dann schön die Schuhe reinschieben. So, jetzt stellen wir es hin und dann schauen wir uns an, wie es geworden ist. Jetzt müssen wir natürlich noch die Befestigung hinbekommen, also unser Schnippel, der jetzt da hinten dahinter wabbelt, der da oben ist, wird jetzt mit einer Schraube an die Wand gesetzt. Wenn ihr natürlich eine Betonwand habt, dann müsstet ihr dort noch vorher einen Dübel setzen. Ansonsten gehen wir jetzt mit der Schraube durch die Sicherung, durch die Kippsicherung und schrauben sie in die Wand rein. So, und damit kippt euer Schrank jetzt nicht mehr um. Damit ist euer Schrank jetzt kippsicher montiert. Wir können das jetzt hier dran aufziehen, unsere Schlappen nehmen und da reinpacken. Hat gut funktioniert. Wenn ihr das aufmacht, kommt ihr an eure Schuhe wieder dran und geht automatisch zu. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich, gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Tschüss.